Hallo und willkommen zurück zu. Lego Star Wars: The Legion Ja, Game. genau, also 4 sagst du. Ja. PR. Ja. 2. 8. U. Noch eins, bitte. Wie noch Bist noch eins. nicht bei U. Was? Ach so, ich habe Q verstanden. Und bisschen eine Unbesiegbarkeit. Million eingespart. Yay. Was machen diese doofen, klassischen und großen Blaster? Ich bin mir nicht sicher, ob das nur visuell ist. Ich weiß es exakt nicht. Sie schalten die Einträge im Extras-Menü frei, also ist das an- und ausschaltbar. Ja, das ist alles an- Also und fangen wir mit ausschaltbar. den Sachen an und danach entscheidest du, ob du noch Charaktere willst oder ob du die dann kaufst. Also, ich hätte jetzt gern Minikit noch. Was ist das? Minikit-Detektor. L, D. Eins. Nochmal eins. Sechs. B. Babyberta. Babyberta. Also wir haben hier doofe Blaster, klassische Blaster, große Blaster, Besen, Teetassen, Bärte, Violett, Silhouetten. Das sind die, die man ein- und ausschalten kann. Und danach kannst du einen Haufen Charaktere nehmen. Ich schätze mal alle, die man kaufen kann. Ach, man kann die auch alle cheaten, okay. Das ist eine Mods-Liste. Das ist ja interessant. Jango Fett hast du gekauft. Und einen Haufen anderer gibt es auch noch. Wusste nicht, dass man die alle. Oder, warte mal, wir gehen Was mal. macht man denn mit dem Geld sonst noch? Wenn wir das jetzt alles freischalten würden, haben wir Okay, dann zählen wir überhaupt noch. mal. 1, 2, 3, 4, Das 5, sind relativ 6, billig. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Achso, die kriegt man. Okay, die beiden kannst abziehen. Also wir können die allermeisten einfach kaufen, was schneller geht als den Code einzugeben, weil schau mal, wie billig die zum Teil sind. Also 30 Stück sind das, heißt, das ist auch so viele Codes bei dir. Ja, lass mich zählen. 5, 10, 15, 20, 25, 31. Okay, gut. Ah, hier ist Boba Fett. Ah, gibt's denn doch. Kauf doch einfach mal alle, die unter 1000 kosten. Alle, die unter 1000 kosten, also Boba Fett. Ja. Ach, das ist das Kind von dem Ja, genau, gewesen. weil der wird ja zu Boba, aber der ist halt einfach noch nicht so. Ja, gut, 1000 ist dann die Grenze. Königliche Wache, krass. Ich hoffe, die können sich auch alle wehren. Nicht, dass da jetzt auch Charaktere dabei sind, die einfach nichts können. Ich weiß nicht, ob da manche nichts kann. Okay, gut, das Es waren waren alle jetzt weniger, als ich 100.000. dachte. Das waren alle Aber schau mal, wie 100.000. viel Geld du noch hast. Also, ich bin fast Ja. sicher, es würde es vielleicht sogar für alle reichen. Meinst du? Okay. Ah, ja gut, der eine einzige teure ist der für 150.000. Der Rest war doch wesentlich günstiger. Also kaufen Also wir es den noch, könnte auf das jeden ist Fall Tauri. klappen. Wie kriegt man denn die zwei ausgegraut? Die kommen in dem Level, was da ist, was noch zu ist. Ah, okay. Oh, okay, 200.000 sogar. 230, 45. Das heißt, 350.000 sind die 2000 Charaktere. Dann hast du aber trotzdem noch einiges an Kohle übrig. Und wenn da sonst keiner mehr dabei war, der irgendwie extrem teuer war, müsste das tatsächlich klappen. Das sind welche dabei, die ich noch nie gesehen habe. Das ist das. Ah ja, okay. Reicht nicht ganz. Schaut, es sind 180.000.
Wir haben 5000 zu wenig. Also fehlt uns noch der Maze Window. Willst du den dann eingeben oder einfach ein bisschen sparen? Ja, komm, der Maze Window, der ist jetzt nicht so wichtig. Okay, dann später. Ach, ja genau. Das ist das Menü. Warte mal. Hast du einen Gegner besiegt, kannst du... Also, das ist noch gar nicht alle, die wir kaufen können. Ich suche alle Charaktere zu sammeln. Die Jedi-Anzeige erscheint am oberen Bildschirmrand. Sammle Lego-Teile, um sie aufzufüllen. Aber pass auf, wenn du stirbst, verlierst du Teile. Viele Bereiche der einzelnen Levels sind nur für bestimmte Charaktere erreichbar. Kehre im Modus freies Spiel in diese Level zurück und versuche alle Geheimnisse zu finden. Sammle alle Lego-Behälter der verschiedenen Level, um Minikit-Modelle zu bauen. Diese kannst du auf dem Parkplatz betrachten. Je mehr Lego-Teile du sammelst, desto mehr Objekte kannst du im Shop kaufen. Boah, was für ein Tipp. Fülle, weil die sind nicht Teil von deinem Ding, deswegen will ich die jetzt kaufen. Fülle die Jedi-Anzeige in den einzelnen Leveln auf. Um ein Super-Kit-Teil zu erhalten, hast du alle 17 Teile. Wird ein streng geheimer Bonus freigeschaltet. Wenn du ein Level im Modus freies Spielen mit einem anderen Charakter spielen möchtest, wähle diesen Charakter in der Kantine aus und gehe mit ihm durch die Tür. Das gewünschte. Ja, aber ist doch egal. Wenn wir in freies Spiel reingehen, dann haben wir direkt eine Auswahl an Charakteren. Also ich verstehe jetzt nicht, warum man mit denen da reingehen soll. Im Modus freies Spiel kannst du bereits gemeisterte Level mit einem beliebigen freigeschalteten Charakter noch einmal spielen. Was für hilfreiche Tipps. Achte auf schwarze Lego-Objekte. Charaktere der dunklen Seite können diese mit Hilfe der Macht manipulieren. Astromische Droiden können kurzzeitig schweben halten. Ja, das ist quasi jetzt sowas. Jetzt ja, genau. Euren Boost zu aktivieren. Auch diese Druiden können mit ihrer Sonde elektrische Schalttafeln manipulieren. Stelle dich dazu vor den Schalttafeln und drücke Knöpfe. Jar Jar springt höher als alle anderen Charaktere. Ich glaube, Grievous springt noch höher, aber okay. Als ob der Tipp falsch sein. Um seinen Supersprung zu machen. Also Grievous springt verdammt hoch. Charaktere mit Blastern gelangen mit einem Enterhaken in andere Bereiche. Stelle dich dazu auf den roten Kreis. Ja. Gut, damit haben wir alle Tipps. Kann ich alle Charaktere kaufen. Siebergott haben wir. War schon teuer auch. Violette, Werte, Minikit-Detektor, Tintassen, Besen, Fünfter Blaster. Willst du noch einen Blaster haben? Der billigste ist der große. Ja, und du denkst, du kannst ihn dir leisten. Ach so, scheiße. Der billigste muss gar nicht so viel nicht haben. Ja, okay. Ja, wenn er dann 2 Damage macht, nehme ich ihn gern mit. So, jetzt sind wir jetzt wieder in der Free Play. Wenn der Codierer nicht überlastet ist. Genau, leer. Gehen wir hier rein. Was sagen uns die Optionen? Ah ja. Stimmt. Story haben wir jetzt durchgemacht. Episode 1, 2 und 3. Und es ist ja genau. Es ist echt verwirrend. Also, like, anscheinend muss man das ja wirklich am Stück durchspielen. Was mich ja mega überrascht. Vor allem bei hier. Kann ich die Level halt jetzt schon einzeln auswählen. Puh, 138, das war einige. Also, ja. Schon so ein bisschen. Weird. Wie schaut es denn mit unseren Cheatscodes aus? Ich bin mir gerade, ehrlich gesagt, selber nicht sicher, wann genau ich was nochmal aktivieren kann. Okay, ich bin etwas verwirrt darüber. Also,
Scheinbar kann man Charaktere im Level einfach switchen, wenn man paust und dabei Cheats eingibt. Zumindest verstehe ich das anders nicht. Wir gehen jetzt einfach mal in Episode 1 im Freeplay. Gehen in das erste Level Föderationsschiff. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall... Weißt du, das hätte ich jetzt gern. Eine Liste, was? Wo drin steht, mit welchen Charakteren man in jedem Level unbedingt rein muss, um alles freischalten zu können. Normalerweise gibt uns das Spiel alles, was wir brauchen. Also, like, wir wählen hier einen aus, du wählst einen aus und da kommen noch ein paar Charaktere dazu, die das Spiel selber auswählen. Da kommt eigentlich jede Skill, den wir quasi brauchen, ist da eigentlich dabei, normalerweise. Ich komme gar nicht rein, Dennis. Also, der Reinknopf bringt gerade auch nichts. Okay. Das war der falsche Knopf. So, jetzt müsstest du das, genau. Eigentlich will ich einen Blaster-Charakter. Steht das dabei? Nein, aber ich kann es dir sagen, wenn du den Charakter ausgewählt hast, ob er einen Blaster hat oder nicht. Bin ich blind? Wo ist General Grievous? Ah, da unten. Jango Fett hat doch einen Blaster. Ja, da hat er einen. Ich will wissen, ob er wirklich auch gleiten kann, aber vermutlich nicht. Hä? Ich glaube, das war nicht der Bestätigungsknopf, den du gedrückt hast. Ich? Ich muss doch gar nichts drücken. Ich meine, like... Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, geschafft. So. Oh nein. Was ist J1-Taste? Nochmal dieselbe Taste? Oh, gut. Und hier, wo wir den Charakter auswählen, werde ich einfach mal einen Cheat versuchen, denke ich mal. Nehmen wir mal das, was Play as Blue Gungan heißt. While on the pause menu, keine Ahnung, ob das ist. Kauft Start jetzt jemand? Wer waren all die anderen markiert? Gut. Ah, cool. Ich habe das Level gestartet. Mit unserem Favorite Gungan. Naja. Geht's vielleicht wirklich erst im Level? Ist halt verwirrend, aber gut. Naja, war jetzt keine falsche Entscheidung in dem Sinne, weil ich trotzdem, weil ich ja sowieso einen High-Jump-Charakter brauche eigentlich. Aber das war halt nicht wirklich, was ich wollte gerade, aber gut. Wenn du jetzt... Genau. Wie bitte? Ja, schaust du mich nicht an. Ja, okay, aber wieso hast du so viel Auswahl? Ja, du hast doch gerade gesehen, wie noch mehr ins Raster gekommen sind. Das sind alle, die wir jetzt haben, quasi. Ich kann gar nicht schießen. Aber ich schwebe. Kannst du nicht? Kannst du nicht? Ja, also... Also ich kann einfach nicht springen dafür, ich kann nur schweben. Ja, du kannst nicht normal springen. Und ich kann in der Luft schießen, okay, nice. Mal schauen, ob ich unendlich schwebe. Ja, dann los, suchen wir die erste Stelle, wo wir jemanden brauchen. Ach ja, übrigens, wenn man selber ein Droid ist, was wir, ich weiß nicht, ob wir gerade einen dabei haben, dann greifen wir einen gar nicht an. Aber du hattest eins dabei. Da waren wir schon drin, weil wir den schon hatten. Warte mal, ich habe das noch nicht angemacht, ich tippe. Aha, sehr schön. Das kann ich Gegner komplett ignorieren. Den hatten wir hier noch nicht. Warte mal. Oder? Ich dachte, der konnte das auch. Okay, noch nicht. Genau, wenn ich jetzt hier mache, dann haben wir hier quasi direkt unseren Gankenfreund. Wir save den mal. Machen das Menü auf.
Okay, und jetzt tun wir Start, Start, runter, hoch, runter, hoch, hoch. Hat das jetzt was gebracht? While the game is paused. Wir drücken Start, um das Game zu passieren. Dann sind wir hier drin, dann drücken wir Start, Start, runter, hoch, runter, hoch, hoch. Passiert aber nichts. Das ist aber auch gerade nicht das, was ich eingeben wollte. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo ist... Ah, hier ist der Blue Gun. Okay, while in the pause menu. Start, start, down, left, right, down, left, right. Okay, das hat funktioniert. Eine besondere Person spielen, du darfst. Okay. Okay, warte mal. Warte mal. Also wir haben jetzt... Also wir haben jetzt einen Gangen einfach zusätzlich bekommen. Das ist das, was ich gerade mega interessant finde. Bei meinem Character Raster sind jetzt quasi einmal hier den Gangen, den wir erkennen, oder einmal hier ihn, der er ist, aber in anderer Farbgebung. Das finde ich super interessant. Kann mir ja quasi jeden Charakter zusätzlich geben. Mein Gott, ist das verwirrend. While the game is paused, press start, start, up, 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 up. Besondere Person spielen, du darfst, ja. Okay. Also ich habe zumindest alle, die ich brauche. Das ist halt mega verwirrend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, gehen wir mal alles Mögliche. Gehen wir mal alles durch, was Sinn macht. Also hier ganz oben haben wir etwas, das heißt Different Music. Geben wir das mal ein. Einmal hoch, zweimal hoch, dreimal hoch, viermal hoch. R, L. Einmal runter, zweimal runter, dreimal runter, viermal runter. Neue Musik abspielen, du kannst. Genau. Und dann lösche ich das hier von meiner Liste. Das macht es mir nämlich ein bisschen einfacher. So, was ist denn ein Hyper Thruster? Kann ich das jetzt einfach jetzt hier machen? Gucken wir mal. Rechts, runter, rechts, hoch. Rechts, L. Hyper-Antrieb, du jetzt hast. Oh ja, das ist wirklich das. Okay, das ist natürlich krass, dass man das überall aktivieren kann, im Endeffekt. Durch diese Codes. Das ist wirklich überraschend.
Warte mal, ich mache mal nochmal eine Charakteränderung. Start, Start. Einmal hoch, zweimal hoch, dreimal hoch, viermal hoch, fünfmal hoch, sechsmal hoch. Oder ist das der, den ich schon habe? Gives a golden R2-D2 as a usable character for that mission. Ich würde jetzt mal argumentieren, dass der, den ich gerade spiele, nicht R2-D2 ist. Aber okay. Naja. Gut, dann würde ich gerne noch ein Sheet aktivieren. Ich würde gerne LLR Start. Die Farbe deines Schwertes geändert, ich habe. So, das sehen wir natürlich erst im Begin-Spiel. Hä? Warte mal, muss ich einen Jedi ausgewählt haben, während ich das dann aktiviere, oder was? LLR Start. Ah, na, also. Hä? Also, das Schwert ist jetzt schwarz, wie ihr seht. Die Force soll eigentlich auch schwarz sein. Ich weiß nicht ganz, warum das jetzt hier immer noch grün ist. Vielleicht ist das auch nicht so gemeint, keine Ahnung. Naja. Also darf man einen Charakter mitnehmen und man kann einen zweiten Charakter mitnehmen, den man sich über Cheats holt. Das gibt einen zumindest den Vorteil, dass man zwei Charaktere mitnehmen kann statt einen, aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen clunky, wie das gemacht ist. Vielleicht meinen sie damit auch nicht. Okay, es ändern sich auch die Blaster-Shots, aber nicht von ihnen, wie es scheint. Vielleicht... Oh mein Gott, das könnte natürlich auch sein. Ich glaube, die meinen mit der Macht was, ein bisschen was anderes, als ich unter Macht verstehe. Also, warte mal. Ja, das hier beispielsweise, das meint die damit. Ja, komm, gehen wir alle Farben durch. Unter Umständen. Kann ich das einfach so machen? Müssen wir jetzt mal eben schauen. Das ist alles. Ha. Okay, warte mal. Ich gehe mal kurz noch mal einen Gang da hoch. Funny, dass das dann deaktiviert wird, aber gut. Ich wollte eigentlich nicht, dass das da verschwindet. Das... Nein. Ich wollte eigentlich. Also, ich wollte schon den Knopf drücken, aber ich wollte halt nicht das machen. Soll das andere, was aus dem Knopf kommen kann. Alles klar. Naja, cool, jetzt habe ich Save State. Ich bin so schlau. Ich wollte jetzt eigentlich nicht Save State, ich wollte eigentlich laden. Mein Gott, ist das alles bescheuert. Naja, wir wissen ja jetzt, was verändert wird und was nicht im Endeffekt. Oder... Ah, warte, da unten wird es was spawnen, oder? Ich glaube schon. Da
Man muss sagen, die Lightsaber-Farbenveränderung hat wahrscheinlich den größten oder interessantesten Effekt bei Darth Maul oder bei General Grievous. Aber der ist halt auch wieder... Oder, mein Gott. Ja, ich überlege gerade ein bisschen, das ist ein bisschen dumm, wenn man so drüber nachdenkt. Ja gut, aber wenn, dann würde ich das zumindest kombinieren wollen. Ja. Da muss ich die zweimal durchgehen. Aber ist nicht so schlimm. Ich brauche jetzt erstmal so ein Ding, wo was quasi, wo ich sag mal Force drin ist. Ja genau sowas. Ich hätte gern eins, was bleibt, weil das hier wird wahrscheinlich nicht bleiben, oder? Ja genau, es verschwindet wieder. Also ich hätte gern eins, was bleibt, oder was zumindest lang genug bleiben sollte. Nicht das da. Aber ich glaube, die bringen so eins. Also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, diese Buttons. Bleibt das für immer? Ah, scheint lang genug zu bleiben. Okay. Okay, okay, als allererstes machen wir uns zu Grievous. Dafür müssen wir, Start, Start. Und dann nur noch runterdrücken. Ja, seine besondere Person spielen, ich darf. Ah, der hat ein Smiley. Ah, das ist ja interessant. Das Ding hat jetzt beide Farben. Okay, ja, keine Ahnung. Okay, scrollen wir wieder hoch. Dann möchte ich jetzt L. Ne, warte, das ist ein Safe State, was ich gerade mache. L, R, Start. Gut, jetzt müsste ich eigentlich schwarze Lightsaber-Farben haben. Okay, das ist ein bisschen verwirrend. Wie ihr seht, das ist nicht so ganz auf beide applied worden. Vielleicht ist General Grievous doch nicht so gut dafür, um das zu displayen. Ich dachte halt, er wäre gut dafür, weil er so viele Laserschwerter hat, aber anscheinend doch nicht. War das schon immer außengrün? Ich bin verwirrt, weil das eigentlich nicht so gehört, glaube ich. Hm, egal. LLR Start. Wie ihr seht, Schwert schwarz, das ist die Macht da schwarz. Dann, das ist jetzt eine blaue Farbe. R, Start. Was, wenn ich mich richtig entsinne, auch die Standardfarbe war. Oh, warte mal, ich bin wieder blöd. Okay, wir sind jetzt bei der blauen Farbe. Dann gehen wir jetzt zur grünen. R, Start. Weiterspielen. Genau, grün. Okay, das kommt so komisch vor, wenn das auch so. Naja, egal. LRL Start. Das ist jetzt Purple. Genau. Dann LRR Start. Das ist jetzt rot. So wie die Sifs. Genau. Und dann RRL Start. Das ist jetzt gelb. Sollte das, jupp, das ist gelb. Dann würde ich eigentlich, ist nur die Frage, ob ich das so schnell hinbekomme. Naja, vielleicht geht das. Was ist das? Start, Start, links, runter, 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 rechts. Schauen wir mal. Okay, das ist nicht der Battle Droid, den ich erwartet hätte, aber ist okay, sure. Gucken wir mal, ob das bei dem funktioniert. Also aktuell sind meine Schlüssel blau. Und wenn ich jetzt, nein.
Wenn ich hier das auf, sie aufmache und LLR Start mache, dann sollten jetzt die Schüsse eigentlich schwarz sein. Genau. Dann RRR Start. Gut, das wäre die blaue Farbe, die hatten wir ja schon. Dann RLR Start. Das ist jetzt grün. Dann LRL Start. Purple. Und LRR Start. Das sollte dann rot sein. Und dann wieder RRL Start. Aber die Tatsache, ja, okay. Die Tatsache, dass sich das ändert, wenn man like, Charakterwechsel schon mega wird. Okay, jetzt machen wir den Code, der Strange Colors heißt. L, L, L. Links, links, rechts, rechts. Also RR, wohl eher jetzt rechts, rechts, dann runter, runter. Runter. Select. Okay, das war scheinbar richtig. Seltsame Farben, die Macht hat die in dir. Okay. Seltsame Farben. Das Level ist halt jetzt grau. Das Level ist halt jetzt grau. Ich wüsste jetzt nicht, was daran so seltsam sein sollte. Das Level ist halt grau. Das ist immer noch grün, daran ändert sich nichts. Das Level ist halt jetzt einfach ein in grau. Keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Bock, das in allen Leveln zu machen, ganz ehrlich. Könnt ihr gerne machen, wenn ihr wissen wollt, wie die Level da alle ausschauen. Gut, L, L, L. Rechts. L, 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 rechts, links, R, R, R. Vorbereite dich, etwas haben für dich. Jetzt sollte einfach nur Geld am Boden liegen. Ja, genau. Die sind grün, okay. Okay, die sind grün, schön. Ja, es landen einfach ein paar random Coins am Boden. Dann schauen wir uns noch Yodas Quote an, warum nicht? Runter, L, R. Select. Wissen tust du schon alles, was nötig ist. Ah ja, okay, sure. See all cutscenes. Das würde mich gerade interessieren, ob das jetzt im Level ist. Runter, hoch. R, L, R, R, R. Ein runter, zwei runter, ein hoch, ein runter, zwei runter, select. Ist das jetzt auch in Strange Colors? Ich glaube fast schon. Naja, das müsste ich da mal eben kurz durchschauen, ob da auch ja alle Cutscenes drin sind, weil anscheinend in einem League of Sabers Spiel war es wohl so, dass es eine Cutscene in den Cutscenes gab, die es gar nicht im Spiel selber gab quasi. Also die eigentlich rausgecuttet war, aber halt trotzdem noch drin war. Und im eigentlichen Gameplay gar nicht abspielt. So schnell kann man ganz Star Wars durchspielen, ja? Oh man. Okay, warte mal, wen haben wir jetzt dabei? Wir haben unseren Gangen dabei, aber der Gangen, der kann zwar den High Jump, aber wir brauchen auch noch die Panels. Was habe ich jetzt noch folgendes aktiviere. While the game is paused, press Start, Start, hoch, runter, hoch, runter, runter. Nein, warte. Start, Start, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter.
besondere Person ich spielen darf. Gucken wir mal, wer das ist. Okay, das mit den Strange Colors ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Ah, okay. Nehmen wir den einfach nicht weg von meiner Liste. Das passt dann schon. Also machen wir noch einmal hoch, zweimal hoch, dreimal hoch, viermal hoch. R, L. Einmal runter, zweimal runter, dreimal runter, viermal runter. Das ist jetzt einfach nur andere Musik. Also machen wir das hier noch. Hoch, rechts, runter, links, hoch, rechts, runter, links, select. Mehr Steine ich dir geben werde. Okay, es ging anscheinend direkt oben ins Geld rein, was interessant zu wissen ist, dass das so funktioniert. Also das ist einfach nur 10 Stars. Okay, machen wir noch andere Musik. Einmal runter, zweimal runter, dreimal runter. L, R. Einmal hoch, zweimal hoch, dreimal hoch, viermal hoch. Genau, das ist jetzt Invasion Theme. Dann das Main Star Wars Theme. Einmal hoch, zweimal hoch, dreimal hoch. L, R. Einmal runter, zweimal runter, dreimal runter, viermal runter. Warte mal, haben wir es richtig gemacht? 1, 2, 3, 4. LR, 1, 2, 3, 4. Ja, schaut so aus. Dann steht hier More Different Music. Einmal runter, zweimal runter, dreimal runter, viermal runter. RL, einmal hoch, zweimal hoch, dreimal hoch, viermal hoch. Okay, gut, ich habe jetzt einige Codes durchgemacht, das waren noch nicht alle, aber erstmal genug. Ich denke mal, es ist ein Strange Colors Licht, diese Schussfarbe hier. Na gut, dann sagen wir jetzt mal unser Favorite Gungan und springen mit unserem Favorite Gungan mal hier hoch. Favorite Gungan. Unser Favorite Gungan springt jetzt auch hier hoch. Dann wechseln wir wieder zum Jedi. Jetzt ist einfach die Tür offen. Aber wir gehen jetzt trotzdem nicht da lang, auch wenn das eine Abkürzung ist und so. Aber ich möchte nochmal durch das Level so durchlaufen, weil ich brauche sowieso mehr Stats. Ich mache das gerne in Lego-Spielen, ja. Alles einsammeln, alles kaputt machen. Okay, ich glaube, der blaue ist aber immer noch blau. Daran hat sich scheinbar nichts geändert. Nur die silbernen sind anscheinend jetzt grün. Jetzt machen wir noch das hier. Dafür haben wir uns unseren anderen R2 geholt. Ich bin mir nicht sicher, wer genau das ist, weil man es halt auch hier drin nicht so gut erkennt. Speja.
war dasselbe Sound, der auch kommt, wenn ich Cheatcodes eingebe, was ich weird finde, aber gut. Okay. Das war alles. Okay, sure. Man kann also eigentlich nur einen Charakter mitnehmen, aber man kann Cheatcodes verwenden, um eben dann noch andere Fähigkeiten dabei zu haben. Weil da eben in den Cheatcodes ein Gangen mit dabei ist. Also da hat man immer High Jump und auch ein eben auch Droids dabei sind und ich auch immer deren Power hat dann. Ich bin mir nicht sicher, ob das in den Cheatcodes vielleicht teilweise unfertige Charaktere sind und vielleicht sollten eigentlich mehr drin sein oder so. Ich weiß es exakt nicht. Aber ich verstehe auch nicht, was man halt immer noch einen ganz normal mitnehmen kann quasi und alles andere musst du ja dann so mitnehmen. Das war so eine kurze Frage. Los. 5 von 5, okay, ich habe alle. Das ist jetzt zumindest gut zu wissen, dass ich alle von denen habe. So, so, Spechan. So, Spechan. Ah ja, hier. Die sind schon an, oder? Okay, ich verstehe den Minikit-Detektor nicht. Ich dachte, ich würde irgendwie eine Linie sehen oder irgendetwas, was mir anzeigt, dass da eins ist. So. Da, der Pfeil. Da ist also eins. Da nimmt den dunkle Macht. Ja, okay. Achso, das war eigentlich das Medikit, was ich auch so erreicht habe. Kommt der auch wieder? Was genau machst du mit den Duschen? Oder was auch immer das ist? Duschen für Roboter. Anscheinend kann man den endlich lange, den ich. Oh, ah, doch, nicht. Endlich lange. Aber ewig gedauert. So. Wohin führt der? Nur dahin. Ah, okay, jetzt check ich. Oh. Dunkle Macht. So. Also. Ich war der hier oben drin war, jetzt check ich. Ach, du warst oben drin.
Wieso bin ich Anakin? Ja, du hast gewechselt. Nein, ich bin gar nicht mehr da. Du hast mich gekillt. Ah, du bist gar nicht mehr da. Ja, dann geh nochmal rein. Die haben nicht umsonst zu dem gewechselt, weil mir ziemlich klar war, dass ich da nicht so rüberkomme. Ja, du kannst mit dem. Ah, vielleicht auch nicht. Vielleicht schafft er das auch nicht. Sein. Hi! Ah ja, das war einfach nur der Raum. Stimmt. Also, ich wechsle, weil der schneller läuft als der. Ah, okay. Den mögen sie anscheinend auch nicht. Wenn es hier exakt, wenn der exakt selber wäre, dann schon. Ja, haben wir den auch dabei? Ja, haben wir. So witzig, dass man das machen kann. Kann aber, glaube ich, ja, kann nur der Gelbe. Ist auf dem 8-Knopf, ja. Wo genau bin ich? Ich habe keine Ahnung, ich muss das Geld noch sammeln. Ich mag Geld. Aber es ist nicht zwingend notwendig ist unter den Umständen, aber ich mag Geld. So, ich denke mal, dass die Farben auch weg sind, wenn ich das Level verlasse. Ich muss hoffen, dass das nicht so bleibt. Also sonst das Spiel neu starten. Wäre ein bisschen blöd. Aber eigentlich habe ich das Spiel ja noch nie neu gestartet, weil ich eben immer das Save State geladen habe. So rein, technisch gesehen. Okay, gut. Ah, okay. Okay, gut. Dann gehen wir mal hier hoch. Weil hier geht es hoch. So schaut's aus. So, diese konnte ich einfach so sammeln, ohne überhaupt was zu bauen. Gewebe ist dafür. Ach, der kann einfach nur über den Boden gleiten und tatsächlich nicht schweben, wie er es jetzt bis dort. Ich kann aber nicht schießen mit dem Charakter. Ja, nur wenn du stehst. Ja, ist halt doof. Ich kann mich ja nicht mal drehen, weil er sofort rollt.
total. Ja, so sind die halt. Ach so. Waren wir da noch nicht? Was? Da oben drin. Ja, hier gehen wir rein. Warum? Ja, mein Gott, Alter, weil wir hier noch nicht waren. Warum? Warum? Weil wir keine R2-D2 hatten. Warum? Musst du jetzt wirklich immer wieder warum sagen? Weißt du, was lustig ist? Das ist nur dafür da, wenn man da reinspringen kann, aber ich glaube, das brauchst du nicht mal. Ja. Das ist der krasse. 9 von 10, wo ist der letzte, Dennis? Ja, das werden wir schon. Ich bin mir selber nicht ganz sicher, aber wir haben ja da eigentlich den Detektor, also wird das uns schon sagen. Wann schalten wir die Karte frei? Was für eine Karte? Was laberst du? Für die Map. Was für... Was? Die Maps in dem Spiel sind doch jetzt gar nicht so groß, WTF, Mann. Ich kann mich an das Level erinnern, als wäre es gestern gewesen. Oh, ich glaube, ich weiß, was letztes ist. Wir müssen nochmal zurückgehen. Ja, okay. So. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ja, wir gehen zurück. Hallo, du hast mich runtergestoßen. Hey. Okay, so. Also es war in einem von den anderen Räumen. Wir haben sie ja nicht geöffnet, aber ich erinnere mich jetzt, dass da was drin war. Ich weiß nicht mehr genau welcher. Willst du wirklich der sein, die kompletten Wege über? Ja, warte, das ist noch zwei Raum. Ich habe aufgemacht. Da, der Pfeil zeigt direkt drauf. Krass. Ohne hätte ich es nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Kann dafür das Geld sammeln. Mann, was willst du denn mit 5 Cent? Musst du da mal runter? Mehr als 5 Cent. Ja, ist da hinten Geld? Vielleicht. Okay, ah, ich habe mal Geld. Kommst du da nicht runter oder so? Also, oder? Ich versuch's ja. Ich glaube, die rennen am schnellsten. Also, wenn man das Rennen nennen kann. Ah, okay, da war eine Wand. Du kannst nicht springen. Ah ja, wir haben auch kein wahre Jedi mehr oder so. Also ab den späteren Spielen muss man die Leiste witzigerweise zweimal füllen. Da gibt es das nochmal extra für freies Spiel. Aber hier war das noch nicht so. Was haben wir? Ich dachte, da kommt das auch. Ich verstehe das nicht. Was fehlt uns in dem Level jetzt noch? Ja, jetzt nichts mehr. Wir haben sie eingesammelt. Das ist nochmal raus.
Aber dass ich den einen Droid ja auch Level 1 Raum behalten habe, war ja auch nicht so wert. Wer ist mit einem Cheat, der dafür sorgt, dass die Gegner einfach tot bleiben, das wäre was. Habe ich ein bisschen vergessen gehabt, dass die da rauskamen. Warum auch immer die da drin sind. Okay. Cool. Ah, das gibt auch Geld. So viele blaue Münzen? Ah, jetzt bombardieren sie einen damit. Krass. Mit Geld. Geld. Auf einmal reich. Ach so. Meister. Das ist wieder was in dem Laserschwert ändern. Ja, Geld. Okay, kaufen. Ein Level geschafft. Ab ins. Ne, achso, du willst erst einkaufen. Und dann in den nächsten Part. Wieso kannst du was kaufen, was wir schon haben? Hey, was? Bärte? Nein, der Minikit-Detektor. Direkt neben den Bärten. Das? Hä? Kann ich Unsterblichkeit auch kaufen? Vorhin waren die ausgefüllt, als du hier in dem Menü warst. Ja, das gilt der Code nur einmalig? Oder hast du es noch? Also. Die sind aber noch aktiv hier. Hm, weird. Dann kannst du sie im Nachhinein noch legit kaufen. Falls wir wirklich so reich werden. Aber die sind alle noch. Ja gut, okay, wir haben ja auch. Wir haben die auch alle gekauft. Ja. Wir haben keinen Code für die verwendet. Uns hat doch nur der 30.000er gefehlt, oder nicht? Das ist ja schon weird. Ich wollte eigentlich einmal Blaster kaufen. Okay, also, was ich nicht wusste ist, dass man sowieso mehr als nur die Charaktere, die man mitnimmt, im Level auswählen kann. Heißt das, was ich mitnehme, ist egal, weil mir das Level alles zur Verfügung stellt, was ich nur für erdenklich gewöhnlich brauchen kann? Schon. Also das Level stellt dir nicht Grievous zur Verfügung, der halt am höchsten springen kann. Was dann halt lass nice mich ist. Den mal spielen. Hä, hey, du hast ihn doch vorhin auch. Ach, das ist der Halbroboter mit vier Armen. Okay, ich hab's verstanden. Ja. Dann kaufen wir noch das da. Ja, das ergibt Sinn. Alles violett färben. Ja. Yep. Also. Ja.
Gras, große Blaster und Violett. Ich sehe den Unterschied nicht. Ich bin mir... Mein Schwert ist ein Violett. Jo. Der Blaster könnte größer sein, ja. Ich glaube. Bin mir nicht sicher bei dem Charakter, ehrlich gesagt. Na gut. Hä? Bewerten, nicht vergessen. Weiter geht's im nächsten Part. Tschüss. Gut. Geht aber nächstes Mal weiter.